Willkommen im Anästhesie-Wartezimmer im Marienkrankenhaus. Das sind unsere Narkoseärzte. Oberarzt Herr Markus Both, Oberärztin Frau Agnes Formaniuk, Chefarzt Dr. Matthias Gödecke, Facharzt Herr Igor Grigorewski, Fachärztin Frau Dr. Wiebke Hein und Fachärztin Frau Heike Reitz. Die Ärzte können Vollnarkose und regionale Anästhesie mit allem, was dazu gehört, sehr gut, weil sie das immer machen. Das Schwierigste an ihrem Job sind die Patienten. Jeder von denen ist nämlich anders. Gerade sitzen drei Leute im Wartezimmer und wir stellen ihnen jetzt die unterschiedlichen Narkosemöglichkeiten, die Vollnarkose, die Regionalanästhesie und die Kombination aus beiden vor. Da wäre zum Beispiel der Volker. Der Volker ist 40 und hat Liebeskummer, weil seine Irene ihn verlassen hat. Seitdem hat er ein gebrochenes Herz. Er ist Romantiker und ein großer Fan der Vollnarkose. Denn Anästhesie bedeutet, dass man empfindungslos wird. Und das ist sehr gut bei Liebeskummer. Das ist die Regine. Regine ist 15 Jahre alt. Ihr Hobby ist Fremdwörter lernen. Eigentlich ist ihr Spezialgebiet Pferde, insbesondere Araberwalache. Doch sie interessiert sich auch für andere Bereiche des Lebens, wie zum Beispiel das Krankenhaus. Hier gibt es Worte wie Periduralanästhesie, Vitalparameter, Analgesie und so weiter. Regine gibt die Worte in ihr Internethandy ein und weiß dann immer gleich, was sie bedeuten. Diesmal hat Regine sich beim Voltigieren das Kreuzband gerissen und nach der örtlichen Betäubung wird eine Spinalanästhesie vorgenommen. Bei einer Regionalanästhesie bleibt Regine bei Bewusstsein, denn sie ist sehr neugierig auf das, was der Arzt tut. Jetzt mach mal deinen Rücken schön krumm und nimm den Kopf auf die Brust. Dann geht alles ganz leicht. Ich mache einen Katzenbuckel, um die Punktion des Liquoraums im Lendenwirbelbereich zu erleichtern. Die Komplikationsrate ist hierbei sehr niedrig. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Kombination der beiden Narkosearten. Zum Beispiel, wenn jemand weder Romantiker noch Kontrollfreak ist, wie Herr Dr. Gödecke. Herr Dr. Gödecke ist zwar Arzt, trotzdem steht bei ihm eine große Bauchoperation an. Vor einigen Wochen hat seine Tochter den Ferienjob in einer Pommesbude angenommen, wo Herr Dr. Gödecke nun jeden Mittag ein Portkörrewürstchen isst. Seither zwickt es ihn in der Bauchgegend, denn sein Magen ist eigentlich nur biologisch dynamische Würste von lokalen Landwirten gewohnt. Daraufhin haben seine Kollegen ein Geschwür in seinem Bauch entdeckt. Und weil Herr Dr. Gödecke keine Schmerzen mag, weder während noch nach der Operation, macht er einfach Vollnarkose und Regionalanästhesie zusammen. Nach der Narkose geht es dem Herrn Dr. Gödecke gleich wieder besser. Er hat nichts gespürt und auch jetzt keine Schmerzen. Bio. Schmeckt doch immer noch am besten. Was in Ihrem Fall die geeignete Narkoseart ist, besprechen Sie jetzt am besten selbst mit Ihrem Arzt. Tschüss und frohe Narkose!